Das Modul EDV oder CRM, wie es jetzt mittlerweile heißt im Holzbau, finde ich, hat den Lehrpreis gewonnen oder verdient, weil es alles einzigartig ist, dieses Modul. Weil das tatsächlich von der Vorplanung über die Ausführungsplanung, CAD-Programm, dann in die Umsetzung zur Maschine, also Übergabe an Maschine und dann mal zu sehen, okay, so arbeitet so eine Maschine, darauf muss ich achten, bis hin zur fertigen Ausführung. Persönlich, ich finde es halt auch super Spaß gemacht, die Brücke selber abzubinden und aufzubauen. Das Aufbauen hat auch super viel Spaß gemacht, weil man sonst als Ingenieur wenig mit der Montage zu tun hat und dann kann man das einfach auch mal machen. Finde ich, war schon cool, was man konstruiert, was man sich selber ausdenkt, das existiert nachher als Bauwerk in der wirklichen Welt. Also die Abbundanlage stellt erst den Bausatz her und dann fügen die Studenten das auch nochmal zusammen, haben da auch noch ganz viele Lerneffekte, die sie im Prinzip bei der Konzeption noch so gar nicht bedacht haben. Aber wenn sie dann wirklich vor dieser fertigen Konstruktion stehen und die Augen aufreißen und sagen, boah, sieht ja doch viel größer aus als auf dem Monitor, dann ist mal ein ganz entscheidender Punkt, dann fällt immer sehr viel Druck ab. Wenn das klappt, dann merkt man auch an den Studenten, die sind dann plötzlich bereit, wann wird das aufgebaut, wir helfen, wir kommen. Die Wanderhütten zum Beispiel, da sind die ja in ihrer Freizeit mehr oder weniger da gewesen und haben da geholfen, das Ding wieder aufzustellen, dort wo es hin soll, einzudecken, die Verschalung anzubringen. Also ohne Credits und ohne Geld, sondern nur von Motivation. Ja, ja. Einfach nur, weil sie es gut finden. Mein Fahrradstand steht am Standort in Euskirchen, also der wird da jetzt als Raucher heute genutzt. Die Studierenden haben in diesem Modul das erste Mal die Möglichkeit, das Wissen, das sie in unterschiedlichen Modulen gesammelt haben, anzuwenden auf ein ganz konkretes Praxisprojekt. Und das ist natürlich dann auch die große Herausforderung, letztendlich das Hintergrundinformationen, die man im Laufe von 3 Studienjahren gesammelt hat, dann auch zusammenzuführen und in der Praxis anzuwenden. Also das Modul, wie gesagt, ist jedes Jahr irgendwie eine Wundertüte. Man weiß vorher nie, was passiert letztendlich, wie sich die Idee oder die Aufgabenstellung entwickelt. Das ist immer so sehr schön mit anzusehen, letztendlich, was von unserer Vorgabe aus entsteht. Die Studenten kommen und sich auch dann immer sehr gut zusammenschließen, um ein fertiges Projekt dann irgendwie abzuwickeln. Und sich jeder dann in irgendwelche anderen oder speziellen Sachen wie Statik, Ausführung, Elementierung, Zeichnung da einbringt und so quasi seine Stärken da nutzt. Denn ein ganz zentraler Punkt des Moduls ist ja, dass die Teams im Wettbewerb gegeneinander um die beste Lösung arbeiten. Einerseits verrückt, weil tatsächlich gegeneinander gearbeitet wird. Aber andererseits hilft doch jeder jedem irgendwie, wenn es nicht weitergeht, auch später beim Zusammenbau, wenn dann die Teams sagen, kannst du mir mal anpacken oder wie würdet ihr das lösen oder so, da wird halt schon irgendwie so zusammen da nochmal dran gearbeitet, auch von anderen Teams dann. Aber letztendlich ist es natürlich schon so ein Wettbewerbsaspekt und jeder möchte zum Schluss diesen Pokal in der Hand halten. Genau, dieser Teamgedanke, der auf der Seite der Studenten da praktiziert wird, den haben wir auf der anderen Seite vom Tisch, nämlich auf der Seite der Lehrenden eben auch. Also wir drei alleine könnten das Modul nie so bespielen, wie es jetzt bespielt wird. Und da sind neben den Industrieförderpartnern ganz besonders unsere Lehrbeauftragten, die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die wir damit einbinden und auch die Tutoren zu erwähnen. Und denen ist großer Dank zu zollen.